Das Lucia-Fest ist vor allem in Schweden verbreitet. Das Fest fällt auf den 13. Dezember. Vor der Einführung des gregorianischen Kalenders war das lange Zeit der kürzeste Tag des Jahres. An diesem Tag hörte man im Mittelalter auf mit der Arbeit auf dem Bauernhof und begann sich auf Weihnachten vorzubereiten. Heutzutage beginnen die Feierlichkeiten meist in der Familie morgens, setzen sich dann in der Kita und in der Schule und am Arbeitsplatz fort. Die älteste Tochter in der Familie trägt ein weißes Kleid mit einem roten Band um die Taille und einen Lichterkranz auf dem Kopf. Heutzutage sind das elektronische Lichter. Das erinnert an die heilige Lucia. Sie hat im Mittelalter im Geheimen armen Christen geholfen. Und weil sie ihre Hände frei haben wollte, trug sie die Kerzen auf dem Kopf. Licht, um Gutes tun zu können. Das ist ein schöner Gedanke. Die Lichterbögen in den Fenstern, die Kerzen am Adventskranz und die Laterne, die den Weg beleuchtet, all diese Lichter lassen uns die Dunkelheit des Winters leichter ertragen. Und sie weisen uns auch auf Jesus hin. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Er ist der Sieger über die Finsternis. Zünden Sie sich doch regelmäßig eine Kerze an und freuen Sie sich an dem warmen Licht.